Aufgerissene Bürgersteige, Bauarbeiter und Berge von Sand. Moskau ist derzeit eine große Baustelle. Die russische Hauptstadt gestaltet 200 wichtige Straßen neu. Das Dreijahresprogramm ist das größte derartige Vorhaben seit den Olympischen Spielen 1980. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt auf Gehwegen, dem öffentlichen Nahverkehr und neuen Erholungszonen. Moskau will andere Metropolen in puncto Lebensqualität ausstechen. Vielen Passanten gefällt's. Ich finde die Bauarbeiten gut. Die Straßen, die schon fertig sind, sehen toll aus. Es wird jede Menge für Radfahrer und Fußgänger gemacht. Sogar ich als Autobesitzer finde, dass die Innenstadt Fußgängern und Radfahrern gehören sollte. Das Programm soll nicht nur für schöne Bürgersteige sorgen. Den Behörden sind die Straßenmusiker auf dem berühmten Arbat ein Dorn im Auge. Sie sollen verschwinden, doch viele von ihnen kommen immer wieder, obwohl ihnen die Festnahme droht. Jemand wie ich, ein Komponist und Musiker, der 40 Jahre seines Lebens der Öffentlichkeit geopfert hat, der gebildet ist und Wettbewerbe gewonnen hat, ist ein Niemand. Wir gehören nicht mal rechtmäßig zur Kultur unseres Landes. Knapp 2 Milliarden Euro lässt sich Moskau die Schönheitskur kosten. Kritiker fürchten, dass die Stadt durch die Umbauarbeiten nicht nur sauberer und moderner wird, sondern auch ihren Charakter verliert.